So. Nächste Frage. Wo ich gerne Urlaub machen würde und was ich empfehlenswert finde. Von T. Anni. Also von T. Anni. Ja. Urlaub. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis jetzt, denke ich, nur... Also wirklich Urlaub ans Meer, keine Ahnung was, wo ich 5 war mit meinen Eltern. Und ansonsten dann gar nicht. Weil, ja, meine Eltern sind nicht so die Urlaubsmenschen, keine Ahnung was, für die ist das eher im Gegenteil Stress. Und ja, keine Ahnung, hat sich bei mir irgendwie nicht so etabliert. Also ich würde gerne mit meiner Partnerin halt dahin schon gerne fahren. Und keine Ahnung was, wir waren schon mal in Berlin und... Berlin und Paris und alles, und das war halt eben ganz cool dort, aber halt eben, ja, so großen Urlaub habe ich eben nicht gemacht, aber was ich cool fänden würde, aber was eben halt extrem teuer ist, weil wir eben so im Vergleich dazu am Arsch der Welt leben, Japan, also, weil ich halt eben, also das kennt bestimmt jeder Anime-Fan. Wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich will hier auf jeden Fall hier so ein bisschen rausbauen und dann hier so eine Glaswand reinmachen. Mache ich hier so einen Überhang oder wie mache ich das am besten? Ich weiß es nicht. Da habe ich eben keine Ahnung, wie ich das mache. Oder vielleicht baue ich das eben bis hier irgendwie raus, bis hier. Und dann, ich gucke mal kurz, wie das dann aussehen würde. Ja, und dann könnte ich hier so einen riesigen Raum machen bis nach hier und dann hier so eine komplette Glaswand machen. Das wird, wow, denke ich mal ganz cool werden. Ich muss aber mal ausprobieren, wie es dann eben ganz so insgesamt aussehen wird. Ich werde dann vielleicht auch eine offene Küche machen und so ein Shit. Alles drum und dran wird richtig modernes, cooles Haus sein. Aber ich müsste auf jeden Fall hier den Eingang ein bisschen cooler machen. Ein bisschen hier freischaufeln. So, waren wir eigentlich dran? Ah, Urlaub. Ja, ich bin halt eben nicht so der krasse Urlaubsmensch, aber ich habe halt eben nichts dagegen. Und halt, wir waren bei Japan dran. Japan fände ich ganz cool. Ich finde die Kultur da eben ganz cool. Aber halt auch, ja, weil ich da gerne mal hinter wegen Animes. Ihr versteht das halt eben. Ja, aber das kostet halt eben, ein Flug alleine dahin kostet, denke ich, irgendwie 1000 Euro, 1500 Euro. Und dann halt eben Verpflegung, keine Ahnung was. Und das ist halt eben ein Industriestaat, sagt man dazu. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein sehr teures Land, so beziehungsweise ungefähr genauso teuer wie eben Deutschland, und deswegen geht das da halt eben nicht so ganz easy, weil zum Beispiel so Länder wie so osteuropäische Länder wie zum Beispiel Ungarn, Bulgarien, Ukraine auch zum Beispiel, wo ich halt eben herkomme, da kosten die Sachen ein Drittel von dem, was die hier kosten, oder vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, wenn man da dahin fährt, um Urlaub zu machen, ist halt geil. Spaß eine Menge Cash. Und ja, die Location ist halt auch gar nicht mal so bad dort eben vor Ort. Um dort halt eben Urlaub zu machen. Ich muss aber sagen, die Infrastruktur sackt ein bisschen und alles drum und dran. Also ich würde da nicht gerne in Urlaub fahren, aber halt eben für Leute, die halt eben sparen wollen. So, jemand hat mich gerade angeschrieben, keine Ahnung, wer das ist. Aber ich hoffe, ich werde nicht gerade oder gleich voll gespammt. So. Dann bauen wir mal ein bisschen weiter. Ich brauche Glas eigentlich. Ich brauche eigentlich echt Glas. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das hier an der Seite mache. Ob ich das hier komplett Steinwand lasse. Oder ob ich das irgendwie ein bisschen anders baue. Ich habe keine Ahnung. Also hier will ich auf jeden Fall so eine komplette Glaswand machen. Ich werde, denke ich, hier so einen Eingang machen. Hier so eine Treppe runter. Ja, ich denke, ich werde auch so einen Vierergang machen. Ich habe die Idee. Ich habe gerade die Idee. So, ich brauche Cobblestone. Ich brauche unbedingt Treppen. Ich denke, ich baue erstmal den Eingang. Damit ich euch auch ein bisschen so visualisieren kann, wie ich das eben bauen will. So, aber die nächste Frage wäre... Finde geil, wie ehrlich du deine Meinung sagst. Muis zu wild. Ja, ich versuche halt eben immer ganz ehrlich zu sein zu euch, zu meinen Fans, aber auch generell versuche ich immer ehrliche Meinungen abzugeben, weil ich finde so... Boah, leckt das. Oh, scheiße, leckt das. Ei. Ja, ich versuche halt eben maximale ehrliche Meinungen immer abzugeben, weil ich finde halt eben, irgendwann mal kommt die Wahrheit eher ins Licht, und
wieso sollte man irgendjemanden belügen oder beziehungsweise sich selber auch teilweise belügen? Weil teilweise belügt man sich auch selber mit den Lügen, die man halt sozusagen halt erzählt. Und das braucht man halt auch eben gar nicht. Also ich hätte mir das auch irgendwie so selber angewöhnt, so eben die Wahrheit zu sagen, weil ich finde, das ist der richtige Weg. Immer, beziehungsweise fast immer, manchmal braucht man halt eben schon eine kleine Notlüge. Da, wenn ich das mal mache, entschuldige ich mich dafür. Also, die Leute wissen das aber nicht, aber ja, irgendwann mal, also ich sag das denen dann auch so, wenn das irgendwie dann dazu kommt, dass ich dann das erzähle, weil, beziehungsweise wenn ich mal jemanden sozusagen ganz hart gesagt anlüge, dann erstens, dass ich schade ich denen dabei nicht, also ich achte darauf immer. Und zweitens, dass es dann mal auch wirklich bald dann eben sozusagen zum Vorschein kommt, so die Wahrheit, die halt eben dahinter steckt. Ja, das ist halt eben meine Meinung zur ehrlichen Meinung. So, das nächste wäre Familiengrund bzw. Zukunftspläne von Damir Z. Ja, meine Zukunftspläne. Also ich muss auf euch ganz ehrlich sagen, ich plane eine Familie, ich plane ein Haus, Kinder, also es klingt so richtig nach Standard. Ich finde, ja, jedem das seine, weil ich habe auch Leute kennengelernt, die so sagen, yay, gar keinen Bock auf Familie, gar keinen Bock auf Kinder, all diese scheiß Hosenscheißer, ey, die gehen doch einem nur auf den Sack, schreien nur rum, bla bla. Ich denke mir so, ja, okay. Okay, wenn du das meinst, ich verurteile dich nicht, also kannst du gerne machen. Ja, zum Thema eigene Meinung. Ich finde, wenn jemand eine andere Meinung hat als jemand selbst, sollte man den dafür nicht irgendwie verurteilen. Also ich finde wirklich, es gibt Leute, die, wenn man eine andere Meinung hat als er, bist du direkt ein Untermensch. Ich denke mir so, Alter, wieso? Du hast auch selber eine eigene Meinung. Und es gibt, ja, der denkt halt eben anders. Und es gibt, teilweise gibt es auch nicht irgendwie die Meinung oder sonstiges. Und man sollte halt eben alle anderen respektieren. Und wenn einem die Meinung eines anderen eben nicht gefällt, dann geh dem halt eben aus dem Weg. Oder denk dir deinen Teil für dich selber. Oder falls du wirklich weißt, hey, der hat eine falsche Meinung, dann versuch ihm sozusagen aufzuzeigen, hey, du hast das und das vielleicht falsch gemacht. Weil zum Beispiel bei mir ist das so, wenn ich irgendetwas denke, dann denke ich immer, ich habe recht. Also bei mir ist immer die erste Herangehensweise, ich habe immer recht. Ich denke mal, das ist auch bei vielen anderen so. Aber ich weiß von mir selber, dass ich habe das so aus im Leben gemerkt, dass ich mich auch gerne mal irre. Und deswegen, falls mir jemand wirklich aufzeigt, hey, du hast Unrecht oder sonstiges oder du machst das falsch, dann, ja, dann akzeptiere ich das und versuche mich dann auch zu bessern bei der ganzen Sache und nicht irgendwie zu sagen, Alter, halt die Fresse, ich hab recht, weil ich habe auch Leute kennengelernt, auch wenn die sehen, die haben Unrecht, auch wenn die sehen, hey, die machen Scheiße, machen die trotzdem diese Scheiße, um Hauptsache nicht zuzugeben, dass der andere recht hat, so trotz, ich denke mir so, Alter, wieso, du schadest dir doch auch teilweise selber, also speziell bei Sachen, die man irgendwie was baut oder keine Ahnung was oder sonstiges, du schadest dir doch einfach nur selber und du machst dich einfach nur lächerlich, auch so ganz hart gesagt, nee, aber ja, das ist halt eben so und das finde ich halt eben bei der ganzen Sache, so, wo waren wir stehen geblieben? Zukunftsbild, ich guck mal kurz auf die Uhr, wie viele Uhren wir haben, ich habe mich ziemlich hart verquatscht, oh, die Aufnahme ist jetzt ziemlich weit fortgeschritten. Ja, so, meine Zukunftspläne. Haus, Kinder, keine Ahnung was. Und ich habe ja gesagt, dass einige Leute das eben halt nicht haben wollen. Wegen Hosenscheißern und keine Ahnung was. Hosenscheißern. Ja, also ganz hart gesagt, das sind halt eben Hosenscheiße und keine Ahnung was. Und es gibt auch Studien, Eltern oder Paare ohne Kinder haben halt auch viel mehr Geld und können sich auch viel mehr Luxus leisten, weil in der heutigen Gesellschaft sind Kinder nicht überlebensrelevant, weil in der früheren Zeit brauchte man Kinder, weil es halt eben keine Altersvorsorge gab. Heutzutage gibt es ja eine Altersvorsorge vom Staat, man kann selber sich eine Altersvorsorge ganz gut anlegen mit Aktien, mit sonstigem. Und ja,
man ist halt eben auf diese Kinder nicht angewiesen. Unser System ist auf Kinder angewiesen, weil, ja, man wird älter und jemand muss dann halt auch für einen sorgen. Ich weiß nicht. Ich denke, ich mache hier auch Stonebricks. Habe ich Stonebricks? Wo habe ich Stonebricks? Da habe ich die Stonebricks. Ja. Ah, scheiße, ich habe kein... Ja, da müsste ich aber auf die Treppe machen. So, ich habe eine gute Idee. Wenn es Tag ist, bauen wir draußen. Wenn es Nacht ist, bauen wir drin. So machen wir das. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Danke für eure Idee, die ihr mir gegeben habt. ja. Und ich habe einen Standard-Zukunftsplan. Aber bei mir ist das auch so, ich habe ziemlich viel durchgeplant. Weil ich möchte halt wirklich ein Haus haben. Und nicht einfach nur ein Haus so, ja, Hauptsache Haus. Sondern, wenn ich was mache oder haben möchte oder sonstiges oder keine Ahnung was, dann möchte ich schon sozusagen das Beste oder gar nichts. Also so wie aus der Mercedes-Werbung, the best or nothing. Und das denke ich mir auch so beim Haus. Also ich will jetzt nicht unbedingt so eine krasse Villa, 10 Millionen. Nein, ich möchte halt ein solides Haus, aber schon mit so einigem Luxus, nenne ich es mal so, dass eben jedes Kind ein eigenes Zimmer hat zum Beispiel, dass die Zimmer einigermaßen groß sind, dass das Haus auch ein bisschen, ich nenne es mal, stylischer aussieht, Bodenheizung, automatisches Lüftungssystem, speziell gegen Schimmel, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel mit Schimmel zu kämpfen und alles, und ich denke, der Arzt hat mir auch gesagt, ich habe eine Schimmelallergie, und halt eben so, solche Sachen halt eben irgendwie, Solarpaneele, Akku für die Solarpaneele, mindestens 2 Parkplätze für Autos, wenn nicht sogar mehr, eventuell auch ein Pool, der muss nicht groß sein, kleiner reicht auch schon, aber halt eben solche, einständiger Garten, halt eben solche Sachen. Und weil das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich denke eben nicht, ich habe halt eben Bekannte und keine Ahnung was, und also ich möchte auch niemanden irgendwie damit verurteilen oder sonstiges, die sind halt eben damit zufrieden, aber ich denke mir so, okay, das ist halt eben, ich wünsche mir halt eben mehr, sage ich es mal so, und die haben halt eben ein Haus, und ja, das ist halt, erstens die Lage ist scheiße, so ganz hart gesagt, irgendwo am Arsch der Welt, so mehr oder weniger, ich möchte auch eine, nicht Top-Lage, aber halt eben eine solide Lage, weil in der Top-Lage kann man sich da mehr oder weniger als nur, ich nenne es mal Normalverdiener, nichts leisten. Da muss man schon eher so ein Firmenbesitzer sein, um sich in einer Top-Lage, vielleicht auch in Köln, ein Grundstück zu leisten. Ich habe dort geguckt, dort kostet ein 500 Quadratmeter Grundstück. Das ist so das, ich nenne es mal, Minimum, was man für ein Haus haben muss. 1 Million. Ich denke mir so, Junge, ey, das... Ich möchte mir ein Haus für insgesamt mit Grundstück und allem drum und dran für maximal 600.000, 700.000 kaufen, weil mehr kann ich mir auch nicht leisten. 1 Million einfach nur das Grundstück. Da denke ich mir so, ja geil, hol ich mir das Grundstück, kratze ich irgendwie Geld zusammen und ja, werd da zelten, geil. Alter, ja, wer soll sich sowas leisten? Aber anscheinend gibt es solche Abnehmer, wenn solche Preise existieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich plane mir halt eben ein Haus erst in so, ja, so 10 Jahren mir zu bauen, zu kaufen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen früher, 8 Jahre so, ich Anfang 30, Ende 20. Und bis dahin ist halt immer noch so ein Stückchen. Und ich hoffe, dass bis dahin ja, die Immobilienpreise sinken, die Grundstückspreise vielleicht auch ein bisschen sinken. Und ich hoffe wirklich darauf, dass ich wirklich Geld anspare, richtig viel Geld, dann hole ich das Geld irgendwie aus den Aktien raus und keine Ahnung was, so, bin kurz davor, mir ein Haus zu kaufen, Finanzkrise. Weil dann brechen die Preise hart ein, niemand will sich irgendetwas kaufen, weil die Leute werden halt, ganz hart gesagt, arbeitslos, und ich denke mir so, jetzt gönne ich mir. Also das wäre halt wirklich ein Träumchen, also es klingt halt wirklich ganz hart so, ich wünsche mir sozusagen, ja, dass Leute sozusagen leiden, aber des einen Leid ist des anderen Freude. Oder was heißt ja, des einen Müll ist des anderen Schatz, wie man das halt eben so sagt. Weil zum Beispiel, es gibt ja in der Natur diese Mistkäfer. Für uns ist das Abfall, die Scheiße, die wir produzieren. Für die Mistkäfer ist das sozusagen lecker, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die das essen oder so, aber auf jeden Fall, ich habe gehört, dass die Mistkäfer die Scheiße sammeln und dann je...
Der Mistkäfer, der den größeren, der die größere Scheißkugel hat, Mistkugel, also die rollen die da immer so mit sich herum, der kriegt das Weibchen. Also wirklich, die profilieren sich durch Scheiße. Ja, und dasselbe ist halt da. Also, das ist jetzt nicht ein 1:1 Vergleich oder Analogie oder keine Ahnung, wie man das so sagt. Aber auf jeden Fall habe ich das halt eben so angedacht. Also ich hoffe, dass es da so passiert und dass ich vielleicht auch nicht Unglück habe, dass wenn ich das Geld in Aktien habe, ich werde natürlich nicht alles in die Aktien anlegen, aber dass dann nicht irgendwie auch vielleicht so eine Finanzkrise kommt und ich halt eben so ganz hart abkacke, das ganze Geld verliere. Das wäre halt eben sehr, sehr ärgerlich. Ja, und dann plane ich mir halt eben ein Haus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Haus sogar projektiert. Also, mir so ein paar Beispiele online angeschaut, ich war irgendwie so richtig im Flow. Also bei mir ist das so, wenn ich irgendwo richtig im Flow bin, dann haue ich da einfach alles rein. Ich war da wirklich so einen Monat, habe ich darüber gequatscht und keine Ahnung was, mit jedem möglichen. Ich habe wirklich das Haus projektiert, also ich habe mir irgendwie so Pläne zu Häusern rausgesucht, dann irgendwie daraus ein bisschen zusammengeschnitten, keine Ahnung was, so wie das ungefähr aussehen könnte. Jede Etage, wo die Sachen halt eben so ein bisschen angelegt sind, da habe ich das in Sims nachgebaut. Nachgezeichnet, keine Ahnung was, und ich habe das auch wirklich immer noch so richtig im Kopf, wie das halt eben aussieht, das ganze Haus. Ja, da irgendwas wollte ich dazu erzählen, ich habe jetzt schon vergessen, genau. Boah, ich hatte schon Angst, dass ein Creeper, aber das sind übrigens kurze Abweichung, einige Songs, die hier in der Playlist laufen, zum Beispiel auch dieser Song, die sind selbst von mir gemacht für irgendwelche Projekte, oder da sind halt eben von Songs, die ich halt eben gemacht habe. Den Song, den ich hochgeladen habe, ist ja nicht mein einziger Song. Ja, und diesen Song ist halt, war, denke ich, für die Schülerfirma. Damals habe ich das eben halt gemacht. Irgendwie mussten wir ein Werbevideo oder sowas drehen. So, auf jeden Fall, wir waren beim Haus stehen geblieben. Ja, mein Zukunftspläne halt eben Haus. Ja, wird dann irgendwie 800.000 kosten oder so. Ich habe auch ungefähr geguckt, das haut halt eben hin. Aber das Grundstück ist das Problem. Ich habe geguckt, in einer so Lala-Lage kostet schon ein Grundstück 200.000. Das ist auch schon eine Menge. Und wenn ich mir so denke, ich kann mir maximal einen Kredit von irgendwie 700.000 leisten. Ja. Und dann 200.000 weg und das, ja, dann habe ich halt eben auch nicht so viel Puffer fürs Haus. Und je nachdem, wie teuer das Grundstück auch später wirklich wird, vielleicht wird es sogar noch teurer, weil ich mir vielleicht eine gute Lage aussuche, weil die Lage ist halt auch wirklich sehr, sehr wichtig. Weil man kann sich irgendwo am Arsch der Welt ein Haus kaufen und dann, ja, muss man irgendwie jeden Tag eine Stunde zur Arbeit pendeln. Dafür hat man ein geiles Grundstück, ein geiles Haus. Ich denke mir aber so, ja geil, dann verballerst du einfach dein ganzes Leben fürs Autofahren. Wow, das ist halt auch scheiße. Man muss dann irgendwie so eine Balance zwischen den beiden Sachen finden. Ja, ich guck mal kurz auf die Zeit. Hat man noch ein bisschen, ein paar Minütchen. Ja, damit ich das Thema sozusagen ein bisschen zu Ende umreiße bzw. beende. Ja, und Kinder habe ich halt eben auch vor, so Ende 20, Anfang 30 zu kriegen. Damit, weil ich finde, ich möchte halt eben auch noch sozusagen ein bisschen fresh sein, um auch, weil wenn man irgendwie mit 40 Kinder kriegt, stellt euch mal vor, ihr kriegt mit 40 Kinder. 15 Jahre später seid ihr 55, die Kinder sind 15, die sagen, hey Papa, lass mal Fußball spielen. Und du sagst so, hey nee, sorry, mein Rücken tut weh. Weil, also man kann sich halt auch fresh halten, aber mit so 55 fängt das halt schon so langsam an, weil ich sehe es auch so in meiner Umgebung, beziehungsweise mein Vater und so alles, man ist halt da halt einfach nicht so fresh, man denkt sich so vielleicht so, ah, mit 55, ja komm, alles easy, ich werde schon fresh, nein, das kommt halt einfach mit der Zeit und ich möchte halt eben auch noch jung genug sein, um auch was mit den Kindern zu unternehmen, dass man mit 55, ja, vielleicht 10 Jahre jünger ist und dann mit 45 kann man locker mit dem Kind vielleicht noch Fußball spielen oder irgendwie, keine Ahnung was, irgendwo hinfahren, irgendwelche Projekte zusammen unternehmen. Ja, als Kind wünscht man sich halt auch eben, oder als Junge wünscht man sich speziell einen Vater, der mit einem eben auch mal was unternimmt, und das möchte ich halt eben auch meinem Kind bieten.
einen guten Vater. Möchte, denke ich mal, oder die meisten möchten das halt eben den Kindern eine gute Jugend bieten, beziehungsweise ein gutes Elternteil sein. Ja, da sind halt eben so meine Zukunftspläne und weiter habe ich eben halt nicht so krass weit geplant. Also ein weiterer Zukunftsplan wäre halt eben Informatiker-Job. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Studium gemerkt, dass ich halt schon eher so in die Chefetage gerne möchte, weil es liegt mir und es macht mir halt auch eben Spaß, irgendwie so zu sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre ein netter Chef, der halt auch eben die Meinungen der anderen Mitarbeiter akzeptiert und keine Ahnung was, weil man kennt das, oh verdammt, der Wichser, man kennt das doch auch irgendwie aus Filmen oder so oder sonstigem, dass irgendwie die Chefe einen immer nur anschreien und irgendwie nur irgendwie sinnlose Arbeit geben, Hauptsache man ist irgendwie beschäftigt, das bin ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall, also ich habe schon mal so Projekte geleitet und ich muss auch, oh scheiße, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist meistens passiert, also ich gucke das halt immer so. Ich mag nicht sozusagen die Kontrolle zu übernehmen, beziehungsweise auf mich so die ganze, wie nennt man das? Also, dass man für alles verantwortlich ist, die Verantwortlichkeit zu übernehmen. Aber wenn ich sehe, dass die Leute damit nicht klarkommen, mache ich das halt einfach. Also, dann übernehme ich das halt eben. Oder wenn ich sehe, dass die Leute irgendwie Scheiße machen, dann übernehme ich sozusagen die Kontrolle, so ganz hart gesagt. Und ja, dann mache ich das halt eben alles selber oder keine Ahnung was. So, auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Aufnahme ist jetzt leider schon zu Ende. Die Folgen werden jetzt auch etwas länger. Oh, verdammt, ja. Wo es jetzt anfängt zu regnen. Perfekt. Ah, ich habe auch kein Bett. Scheiße. So, auf jeden Fall. Mit diesen Worten beende ich schon noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.